Guten Tag, Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein und Luxemburg und herzlich willkommen zu einem weiteren Praktikum. Und das Praktikum wird, wie ihr wahrscheinlich schon kapiert habt, bei Ferhat Döner sein. Und bevor wir ins Praktikum gehen, stelle ich euch den Partner des heutigen Videos vor. Und das ist FlexiSpot. Bei FlexiSpot habt ihr viele verschiedene Sachen, von Schränke, Vitrinen, Sofas. Es gibt sehr, sehr viel Auswahl, um euer Eigenheim so gesagt zu verschönern. Mit unter anderem diesen Stuhl hier. Und falls ihr euch jetzt denkt, ihr hättet auch gerne so einen Lotus XC6, der erstmal natürlich sehr, sehr gut aussieht und bequem ist, der kann sich drehen und wippen. Man hat das Gefühl, man schwimmt. Zweite Sache ist, die auch an diesem Stuhl sehr, sehr nice ist, Ladies and Gentlemen, dass ihr einfach euch reinlegen könnt und schlafen könnt. Ich habe in dem Stuhl noch nicht geschlafen, aber es wird noch passieren. Und was habe ich jetzt für euch? Ich liege hier einfach in der Stadt vor Ferhat. Das glaubt mir keiner. Und falls du dir jetzt denkst, boah, ich würde auch gerne in der Stadt sitzen mit so einem geilen Stuhl. Dann, Ladies and Gentlemen, habe ich was sehr Nices für euch. Mit dem ersten Link in der Videobeschreibung bekommt ihr bis zu 45% bei FlexiSpot zum 8-jährigen Jubiläum. Also erstmal alles Gute. Danke für die Unterstützung von FlexiSpot für diese Produktion. Und wir sehen uns jetzt gleich mal drin. Ist das Randy? Geil. Ich bin aus Wien. Und wir werden heute das Geheimnis hinter dem besten Döner Österreichs, Europas, der Welt, das soll man sagen, wie man will, lüften. Servus. Wie geht's euch, Kollegen? Ja. Heute bin ich da zur Unterstützung. Was? Ich warte auf dich. Bies ist riesig. Hi. Kohle brennt. Es ist sehr, sehr viel los und wir schauen jetzt einfach mal, was wir alles machen können. Junior Chef ist auch da. Es geht, Leute. Wie geht's uns? Uns geht's super, dir? Super geht's uns. Die erste Aufgabe ist, erstmal ein bisschen Gemüse klein schneiden. Ich bin gespannt, ob ich heute Fleisch schneiden darf und wie gut. Ich habe ehrlich gesagt noch nie bei Ferhat Fleisch geschnitten, noch nie in meinem ganzen Leben. Wir werden heute so ein bisschen die ganzen Stationen abklappern und am Ende des Tages geht es mir auch ein bisschen darum, hier ein bisschen Spaß zu haben, alles mal selber gemacht zu haben. Ich gebe euch jetzt mal eine kleine Führung zu den Stationen, die wir dann auch durchgehen werden. Wir fangen ganz hinten an bei der Bakery. Hier passiert die ganze Vorarbeit, Ladies and Gentlemen. Hier wird Teig gemacht, gerade wird er vorbereitet. Richtiger Moment. Hier ist der Chef am Gemüse vorbereiten. Hier ist die Waschstation. Sehr, sehr nice. Ich glaube, das hier sind die Kühlhäuser. Dann haben wir hier Teig. Hier kommt der Teig rein, wird portioniert, kommt in diese Teigroller sozusagen. Die Dame hier macht dann das hier. Dann habt ihr hier diese Kugeln. Die werden dann geformt, in den Ofen gepackt, raus, besser gesagt dahin, abgekühlt und dann geschnitten. Dann gehen die nach vorne. Das ist Aftermatch von Speed. Aftermatch von Speed. Echt jetzt? Deswegen? Ja, das ist auch für eine ganze Tier. Oh shit. Ich weiß nicht wie. Die Kollegen wissen auch nicht wie als er weg war, war das einfach. Hat das jemand mitgenommen? Nein. Ich weiß nicht, vielleicht. Aber wir gehen jetzt einmal hier hinten durch, Ladies and Gentlemen. Schaut euch diesen wunderschönen Spieß an. Wow, 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 wow. Wie geht's, Chef? Alles gut? Gut, danke schön. So, Chef, ich bin jetzt da. Hier hinten riecht es nach Grill. Hier wird das Lavaschbrot vorbereitet. Sind wir ready? Ja, wir machen hier den Pommes. Ja, hier werden Pommes gemacht. Ja, Fisch machen wir und die Damen hier machen die Lavaschbrot. Okay. Auf einem richtigen Grill, gell? Ja, mit das ist eine türkische Spezialität, ja. Wir schauen uns das jetzt mal an. Ja. Ist ein bisschen warm hier, gell? Bisschen. Hot, hot. Ah. Ja. Das Lavaschbrot liegt wirklich gefühlt 2 Sekunden da oben. Dann wird es schon wieder umgedreht. Wow, wow, wow. Also nur mal kurz so zum Verständnis. Hier sind es gerade 90 Grad. Langsam wird meine Haut hier knusprig. So viel zu der Station. Ich schaue jetzt mal, wie gut du schneidest. Später musst du mir zeigen, wie ich schneide, gell? Das ist die schwerste Aufgabe hier drin. Es gibt nichts, das schwerer ist als das. Hier wird Fleisch abgewogen. Wie geht's, Chef? Ich bin heute Praktikant. Servus. Wie heißt du? Ekrem. Ekrem? Ich heiße Randy. Freut mich, Randy. Randy Ustar jetzt. Randy Ustar. Herzlich willkommen. Wir machen jetzt Bauernsalat. Ja? Bauernsalat, gell? Erstmal muss ich Hände waschen. Das ist gut. So, was muss ich machen? Soll ich eine zeigen? Ja. Das war nicht auf doppelte Geschwindigkeit. Entweder Finger heute ab oder. Ich glaube, Çoban heißt so auf Türkisch Bauernsalat. Da geht es darum, dass das alles so ein bisschen grober geschnitten ist. Das hier, ich sage das in jedem Praktikum,
ist so der meditative. Du hast so deine Ruhe. Dein Chef wird meistens um diese Uhrzeit auch noch nicht da sein. Also dieser Bereich arbeitet den ganzen Tag. Doch im Portal bleibt doch immer alles frisch. So kriegt jeder den gleichen Döner ungefähr. Genau. Check, check, check. Macht Sinn. Macht Sinn. Oh, das war ein bisschen zu klein, glaube ich. Aber das ist das Geile, weil du musst hier eigentlich, es muss alles grob gleich groß sein. Das war's. Okay, eine Frage. Wie lang brauchst du für das hier alles? Wie lang? Ungefähr, ja. Eine Stunde maximal. Eine Stunde? Ja. 15 Kilo Tomaten und 15 Kilo Gurken ungefähr. 10 Stunden. Eine Stunde. Das hier wäre so für mich ein Monat. Das ist Handwerk und da geht's schon los. Ich habe wirklich gedacht, zum Beispiel die Zwiebeln sind mit so einem geschnitten. Nee, hier wird alles per Hand geschnitten. Das ist das Chobansalat. Okay, so wie ihr vorher auf dem Bild gesehen habt vom Junior Chef Murat, so dünn wie es geht. Was sagen wir, Chef? Däh. Zwiebeln runtergeworfen. Alright. Stellt euch mal vor, ihr hättet nur so Arbeiter wie mich. Ihr würdet am Tag 100 Döner verkaufen. Gibt's doch gar nicht. Warum bin ich so langsam? Eine Zwiebel du, eine Zwiebel ich. Du startest. Komm. Ja, damn. Respekt. Abijim, Respekt. Das ist crazy. Gewinner. Du bist Gewinner heute. Stark. Also, man hat es auf jeden Fall mal gesehen. Also, mach das mal 2-3 Wochen, dann wirst du auch schneller werden. Es ist nicht schlecht, aber man sieht natürlich trotzdem noch Geschwindigkeit, Qualität von der Schnittdicke und sowas ist anders. Was machen wir als nächstes? Brot backen bzw. das Brot formen. So, grüße euch. Hallo. Ich bin heute hier, um euch zu unterstützen. Vielleicht finde ich auch keine Unterstützung. Also, Ladies and Gentlemen, hier haben wir den größten Ofen für das spezielle Brot. Hier haben wir das Brot, das dann noch geschnitten werden muss. Und hier haben wir die nette Dame und den Herrn. Die formen jedes einzelne Brot, damit ihr dann später das hier habt. Einmal zu drücken. Ja. Eins, zwei, drei. Jetzt haben wir genau aufgepasst. Jetzt schauen wir mal, wie das funktioniert. Drücken einmal, klappen das rum und dann auseinanderdrücken. Auseinanderdrücken, auseinanderdrücken. God damn! Eins, zwei und dritte. Dann mal zusammen. Okay, das sieht leicht aus, als es ist. So, boom, drücken. Aber mit den vier Fingern. Machen das schon zweimal oder dreimal? Genug, das zweimal auch. Das okay. Bei mir sehen die einfach noch nicht so aus wie... God damn. Ist das okay so? Das ist kein Problem. Bei mir würde das einfach ein anderes Brot werden. Ich muss jetzt nochmal probieren. Das kann doch nicht so schwer sein. Boah, Junge. Alright. Nee, irgendwas. Ich weiß ja keine Unterstützung. Ich habe 4-5 Brote verkackt. Falls der große Chef das sieht, es tut mir leid. Ich werde die bezahlen. Alan hat's gerade gesagt, da Nutella rein. So frisch habt ihr die noch nie gesehen wahrscheinlich. 1 bis 10, wie gut habe ich geformt? Sag aber ehrlich. Mal. Ja, sag einfach eine 3. Genau die Mitte. Okay, ist doch so wunderschönes Brot, oder? Und so. Okay, wichtig, den Schnitt richtig zu setzen. Und was ich auch gelernt habe, ist, viele Menschen haben ein Messer und schneiden aber nicht damit, sondern, boah, ich glaube, das ist schon mal von der... So. Sitzt. Ja. Wie passt schon so? Geht auch. Ist nicht ja, ganz geht richtig. Ja, wenn zu viel, ist kaputt. So genug, bis hier. Okay, hat keiner gesehen. Kein Problem. Ja. Machen wir nochmal. Skalpell. Hier rein eine Tasche bauen, richtig? So. So. Ist besser? Ja? Das ist Fleisch, das ist Soße, das ist, damit ihr, wenn ihr euren Döner esst, ihn richtig esst. Kommt das ins Sortiment oder nicht? Dankeschön, super. Ich werde jetzt noch ein bisschen schneiden, damit man Sympathiepunkte sammelt. Er schlagt's gut. 10 von 10. Er gibt's Mühe, das ist das Wichtigste. I gave you everything, I gave you everything.
Lob werde ich auf jeden Fall von dem Meister hier nicht bekommen, aber er hat gesagt, passt. Wenn er sagt, passt schon, dann heißt es wirklich, dass es okay ist. Also das ist eigentlich sein Lob, glaube ich. Eine 10 von 10. Besseres Brot findest du nicht. Ich glaube, wir sind hier durch. Jetzt fragen wir mal Chef, worauf wir als nächstes eingehen. Könnt ihr einfach stehen lassen, ich räume jetzt für euch ab. Hat der Döner gemundet? Super, mein Job heute. Also ich sage euch so, wie es ist. Wir haben jetzt gerade so 3-4 Tische gewartet, dass man überhaupt... Ich habe nicht mal geschafft, einen Tisch selber abzuräumen, weil die Jungs wirklich so schnell sind. Das ist Kenner-Soße. Ist Kenner-Soße. Du brauchst noch jemanden, der Kabel hält, merke ich. Ich bin da. Teamwork makes the dream work. Für mehr bin ich hier eigentlich nicht zu gebrauchen. Chai wird auch in der Schlange verteilt, Ladies and Gentlemen. Hier sehe ich mich irgendwann, wenn ich lang genug gearbeitet habe, Ladies and Gentlemen. Einfach eine eigene, also das hier eine Grill, das hier ein kompletter Grill drin steht. Ist doch wirklich verrückt, oder? Wir hatten gerade eine Diskussion. Kleine Diskussion. Ich sag persönlich für mich gehört Rotkraut in keinen Döner rein. Und ich sag Rotkraut gehört rein. Das ist das Schöne an Döner. Egal was du reinmachst, du kannst ihn ja immer so machen, wie du willst. Das erste Mal in Ferhards Döner-Geschichte macht ein YouTuber, besser gesagt, mach ich zum ersten Mal Iskender. Vorsicht, Tür. Spaß, die Tür fehlt, weil Speed die mitgenommen hat. Ich habe jetzt schon Angst davor, dieses Dönerfleisch zu schneiden. Wenn ich so gut schneide wie er, dann bin ich eingestellt, habe ich gerade gehört. Er schneidet am besten, oder? Alles schneidet. Er schneidet doch sehr gut, ja. Das wird eine schwierige Nummer. Das hier ist die Speise, die wir machen. Für alle Leute, die es nicht wissen. Joghurt, Tomatensauce. Was heißt Fleisch? Et. Tomates und wie heißt das? Ich habe es einfach Spanisch ausgesprochen schon. Biber. Achso, Biber. Biber. Heißt die Pfefferoni? Ja. Du musst mir jetzt einmal zeigen, wie man schneidet. Und dann musst du bewerten, wie gut ich geschnitten habe. Das ist wichtig. Hier steht das. Ganz dünn machen. Ganz dünn, ja? Und unser Messer muss immer scharf sein. Okay. Immer. Okay. Und wenn ich das so hinbekomme, dann werdet ihr diesen Kanal jetzt sofort abonnieren. Ich bin bereit. Okay. God damn. Sieht gut aus, Chef. Also es sieht auf jeden Fall einfacher aus, als es ist. Aber ich würde sagen... Morgen anfangen? Ja, morgen geht's drüber. Yeah! Ja. Alter, ich kann den Spieß nicht mal drehen. Das Einzige, man hat ein bisschen Stress, weil man sich denkt, dass die Hinterseite verbrennt. Das ist das Einzige, was ich mir denke. Und das Messer biegt sich. Ah, nee, ist okay. Was sagst du? Ist gut? Ja? Ja, ich hab von ihm gelernt. Oh my God, bro. Da ist ein bisschen, ne? Aber ist noch, ich glaube, ist okay, oder? Okay. Ja. Wir haben genug geschnitten. Kann man das verwenden, wie ich geschnitten habe? Also, Ladies and Gentlemen, auf jeden Fall Randys Schnitt. Ich würde sagen, hier ein bisschen, aber ansonsten... Ansonsten ist gut, wirklich. Ja? Okay. Nicht zu tief rein, ja. Okay. Hauptsache, man schneidet nicht zu tief. Wenn du zu dünn geschnitten hast, ist es okay. So, jetzt gehen wir an die Iskender-Station und machen Iskender mit dem Fleisch, das ich geschnitten habe. Bro, es hat 100 Grad hin. Ja, Respekt an alle, die hier stehen, Bro. Okay, Iskender. Eine sehr, sehr geile Speise. Eines meiner liebsten türkischen Speisen überhaupt, würde ich sagen. Gehört zu der Top 5. How much? Ja. So? Ja. Ist gut? Ja. Kannst du ein bisschen mehr rein. Oh, der Teller ist ja heiß. Ja, der Teller ist heiß, genau. God damn. Kannst du, oder? Wird abgewogen, damit immer jeder das Gleiche bekommt. Aufs Brot drauf. Und ihr könnt mir sagen, was ihr wollt, aber dieses Fleisch. Nee, ist das beste Fleisch. Das beste Dönerfleisch, das ich gegessen habe in meinem Leben. Erstmal den Teller hier hochstellen, ist heiß. Schnell stechen. Ja, ist heiß, ne? Noch mehr, oder was? Wissen Sie, dass das heißes Öl ist? Jetzt ist es stark genug, ja, dass die Butter direkt schmilzt. Weiter? Ja, weiter.
Zuerst machst du deine Soße, dann. Okay, wie lange noch? Ja, damn! Das muss kochen, oder was? Ja. Also ist Soße. Jetzt, jetzt. Das reicht schon. Tomaten. Jetzt? Tomaten. Noch mehr? Okay, okay. Ja, das sieht gut aus, das sieht gut aus. Ist zu viel? Das ist schon genug, ja. Okay, war zu viel? Tomates? Ein oder zwei, wo mach ich den hin hier an die Seite, oder? Oh, macht ihr den Joghurt selber? Genau, das haben sie selbst gemacht. Oh, das ist mal richtiger Joghurt. Okay, ich habe zu viel Fett da rein, gell? Ich habe zu viel Öl da drauf, ich merke es jetzt schon. Zu viel Butter. Ey, der Butter, sieht man das, was der Joghurt für eine Konsistenz hat? Wow, wow, wow. Also, ihr habt gerade gesehen, das war Randy in Gefahr. Gut, gut. Gut? Ja, ja. Bin ich übernommen? Ja. Ja? Ja, ich bin übernommen. Der Mann hat mich, der hätte mich niemals übernommen, aber... Okay, wir sind hier erstmal fertig und gehen raus. Danach werden wir Döner machen. Passt dir schön. Ja, sieht gut aus. Dankeschön. Ich arbeite jetzt. Nächstes Mal helfe ich dir auch. Später mache ich Döner für dich. Vorsicht, Tür. Ah, da ist keine. Junge, wie warm ist es da hinten, Alter? Haben die kein... Also, schau. Es gibt so manche Leute, die haben keine Angst, wenn da so Butter brutzelt und so. Bro. Es war so, ich musste, weißt du, ausweichen. Ich kenne das schon sehr gut mit der Bewegung. Die machen das ja extra, dass die Butter nicht auf die Spritzen passt. Okay. Das sind ja geübte Profis. Ja, ja. Okay, was sagst du? Fleisch schneiden 1 bis 10. So eine 7 würde ich mir selber geben. Oder warte mal, nee, wenn 10, eine 6 würde ich mir geben. Also wenn man jetzt so bedenkt, dass du zum ersten Mal geschnitten hast, würde ich auch 6, 7 locker geben. Okay. Weil Bro, du hast Bescheid geschnitten, nicht zu dick. Ja. Du hast nicht so ins Fleisch dann geschnitten. Man unterschätzt es, diesen Spieß. Man denkt mit diesem Holzkö, den man da hat, dass man den Spieß einfach dreht. Es funktioniert, der bewegt sich gar nicht. Und diese Klinge ist sehr weich. Das heißt, du musst, wenn du zu fest drückst, dann hast du an einer Stelle zu dick und an der anderen zu dünn. Du musst schon sehr sauber schneiden und die Schnittfläche des Messers nutzen. So. Wow, das habe ich richtig gut erklärt. Ich bin ein großer Ayran-Fan, aber Ayran aus Plastikbechern und so bin ich kein großer Fan. Für mich am liebsten Ayran natürlich im Kupfergefäß. Oder in einem Glas und dann bin ich ein Fan und der ist sehr lecker auch. Dass das der eigene Ayran ist, war mir schon klar. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass Ferhat alles gerne selber macht. Dass der Joghurt selber gemacht ist. Hast du diese Konsistenz gesehen? Das war Gel. Das war ja, so. Ich wollte meine Haare stylen. Yeah, yeah. Cheers auf Alan. Cheers auf dich. Auf Ferhat und Murat. Jetzt werden wir Iskender probieren und dann geht's an Döner. Oha. Unser Iskender, so wird der serviert. Ja. Man kann aussuchen zwischen Pommes und Reis. Ja. Ich habe mal sicherheitshalber mal beides gebracht. Hier haben wir den Salat, den du vorher gemacht hast. Mhm. Die eingekochten Zwiebeln, Tomaten, Paprika. Den Iskender. Hier haben wir kleine Chilischoten, eingelegte Chilis. Pommes-Test. Pommes sind sehr geil. Müssen nur salziger sein, ansonsten bin ich happy. Also, ich habe auf jeden Fall zu viel Butter da drauf gemacht, das weiß ich. Ein bisschen zu viel. Ja, aber Butter und Fett ist Geschmack somit. Du bist sehr gefährlich, ich trage weißes T-Shirt. Ich trage weiße Uniform von Ferhat. Ey, dieser Joghurt, der macht mich. Geil. Ich sag halt so, wie es ist. Dieses Fleisch ist wie ein PlayStation-Cheatcode, okay? Mit diesem Fleisch kannst du alles machen. Dass dir eine Speise mit dem Fleisch nicht schmeckt, ist halt unmöglich. Aber ich wollte diesen Joghurt mal so probieren. Mmh. Boah, der Joghurt ist auch sehr geil. Der Joghurt ist sehr gut. Die Konsistenz habe ich auch noch nie so gehabt. Was soll ich euch sagen? Es schmeckt super. Wenn man es selber gemacht hat, schmeckt es noch mal ein bisschen geiler. Sagen wir es einfach so. Ich bin stolz auf dich. Das ist einfach nur zu fettig. Ich sage ehrlich, ich habe zu viel Fett da drauf gemacht. Aber ansonsten, Alan hat sogar gerade über diesen Choban-Salat Zitrone gemacht. Den habe ich geschnitten. Wenn Joghurt sagen wir euch. Das heißt, wenn ihr heute oder morgen noch hier seid, dann esst ihr Salat, den Randy geschnitten hat. In diesem Sinne, wir gehen Döner essen. Wir sind gerade bei der Lava-Station. Das hier ist die Station, die sehr schnell gehen muss. Hey, ich schwöre, das ist jetzt das dritte, das ich gemacht habe. Lavasch. Frisch von Randy. Das ist eigentlich ein geiler Job, nur dass es sehr heiß ist, muss ich sagen. God damn. Das wäre angebrannt sonst. Hier bräuchten wir Ferhat Tanktops und Ferhat Klima und Ferhat Ice Cube. Aus scharf. Und frischer könnt ihr es nicht haben. Ich sage so, wie es ist, schaut euch mal das an. Okay, Abla, danke schön. Der Schüler.
Okay, jetzt machen wir Döner. Hallo, guten Tag, wie hätten Sie Ihren Döner? Sind Sie willkommen beim besten Döner der Welt? Ich hätte gerne einen Döner mit 180 Gramm Fleisch. Das habe ich schon selber entschieden, wie viel Gramm Fleisch das sind. Mit was hättest du oder was willst du nicht in den Döner? So, ich möchte keine Tomaten. Keine Tomaten, okay. Und was kommt eigentlich als erstes rein? Salat, okay. Salat. Kannst du ein bisschen mitschauen, dass ich es richtig mache? So, Salat. Bisschen Zwiebeln. Bisschen Zwiebeln? Zwiebeln? Bisschen noch? Rotkraut. Kein Problem. Hier ein bisschen nochmal so. Keine Tomaten, gell? Oder Käse? Keine Angst. Der Döner hat Angst vor mir, dass ich ihn esse. Ein bisschen scharf? Ja, ja. Ich mach ein bisschen scharf. Passt so? Ja, ja. Einfach so rausgeben, gell? Was fehlt noch? Nichts für die Gäste. Mahlzeit. Mahlzeit, hier ist die Döner, bitteschön. Der Moment der Wahrheit, Ladies and Gentlemen. Gar nicht schon? Ja. Wie frisch der auch immer schmeckt, gell? Boah. Was sagst du, habe ich Döner gut gemacht? Bin wieder stolz auf dich. Ich würde dich aufnehmen, wenn das mein Laden wäre. Ein langer Tag geht zu Ende. Ich hoffe, euch haben diese Einblicke gefallen. Wir durften wirklich sehr, sehr viel machen. Da geht ein Dankeschön raus an diesen Bruder hier. Danke natürlich an das ganze Fair-Team, dass ich da die ein bisschen stören durfte. Ich war jetzt wahrscheinlich nicht die beste Hilfe, aber ich konnte euch... War ich gut? Was sagst du eigentlich? Ja? Wenn ich Lob bekomme, dann fühle ich mich immer gut. Dann ist es ein schöner Tag. Ich habe mein Bestes gegeben. Ich glaube, heute hat man so ein bisschen auch gesehen, so was alles hinter der Kulisse abgeht. Was ich zeigen konnte, was ich auch zeigen wollte. Es ist noch viel mehr, ja. Dass so ein großes Lokal durchgehend sauber ist und diese ganzen Mechanismen, die im Hintergrund laufen, da steckt viel, viel mehr Arbeit dahinter, wie ihr jetzt in diesem 15, 20 Minuten Video gesehen habt. Trotzdem war es ein kleiner Einblick. Ein Kuss geht raus an Ferhat, Döner und ja. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Checkt den Mann hinter der Kamera ab. Sein Instagram ist hinten verlinkt. Kuss geht raus. Donner! Das ist, glaube ich, der beste Döner, den ich je bei euch gegessen habe. Läuft schon? Bin ich genau in der Mitte? Heute arbeite ich bei Ferhat. Und falls du dir jetzt denkst, boah, das wäre auch eine geile Sache für mich, dann nutzt, ich weiß gar nicht, was sie nutzen sollen, um ehrlich zu sein. Tag Österreich, Deutschland, Schweiz, Liechtenstein und Luxemburg und herzlich willkommen zu einem Praktikumstag bei Ferhat. God dang.